Zuschauer, ich freue mich wirklich sehr, dass ich bei mir Hartmut Forche begrüßen darf. Er ist Musical-Regisseur, er ist Autor, er ist Übersetzer, er ist Dozent an einer Hochschule. Und nicht zuletzt darf ich sagen, Herr Forche, ich glaube, Sie sind Mr. Musical. Sie haben dem Musical in Deutschland den Weg bereitet, den es gebraucht hat, um auch letztlich in die Erfolgsspur zu kommen. Sie haben mit Musicals gearbeitet, an Musicals gearbeitet, als eigentlich noch keiner so richtig was von diesem Genre wissen wollte in Deutschland, oder? Das ist korrekt, ja. Ich habe damit angefangen, als man Musical noch irgendwie als etwas Fremdes betrachtet hat und dann vor allem, wie ich dann neue Musicals nach Deutschland brachte, aus den Staaten direkt, auch exklusiv, wie zum Beispiel Out of This World von Cole Porter, wo ich dann die europäischen Rechte bekam, das er nach Deutschland brachte, wusste keiner, was man damit anfangen sollte. Mhm. Es war aber der Amphitryon-Stoff als Musical. Das war so ein erster Stein und verschiedene andere Musicals habe ich dann nach Deutschland gebracht, einfach weil ich sie toll finde und weil ich glaube, sie passen nach Deutschland. Es ist nichts exotisch Amerikanisches oder Britisches oder Spanisches. Weil ich immer denke, ich denke dann natürlich als Regisseur, kann man es auf die Bühne bringen, interessiert es das Publikum. Ja. Und ja, so sind verschiedene Stoffe gekommen. Das verbindet, verschiedene Sachen verbinden sich halt mit meinem Namen, wie auch Me and My Girl, dieses britische Musical mit dem Lambeth Walk, verbindet sich mit meinem Namen. Das habe ich zur deutschen Erstaufführung gebracht. Und es ist also über 35 Mal in Deutschland gelaufen, dann anschließend. Und jetzt stehen wir hier im Zeitelmoos, einen Steinwurf sozusagen von der Luisenburg Wunsiedel entfernt, auf der Sie auch schon seit 2018 tätig sind und mit der Intendantin, mit Birgit Zimmler, an Musicals arbeiten, für Musicals arbeiten. Und Sie haben jetzt hier einen Stoff geschaffen aus dieser Gegend. Man darf sich jetzt vor diesem schönen Wetter nicht täuschen lassen. Es kann sehr, sehr mystisch hier sein. Yeah. Nebel verhangen, düster, lange Schatten. Und Sie haben ein Musical geschaffen, das heißt Zeitelmoos im Bann der anderen Mächte. Wie kam es dazu, dass man Sie für dieses Projekt gewinnen konnte? Viele Fragen auf einmal, ich versuche sie auf den Punkt zu bringen. Das ist richtig. Ja, es hat, also wie ich zum ersten Mal hier in Wunsiedel gewesen bin und auf die Luisenburg hochgekommen bin, die Bühne gesehen habe, kann ich nur sagen, ich war im Bann von dieser Bühne, von diesem Felsenstein, von diesen hohen Fichten, von der absoluten Ruhe. Ich komme aus der Großstadt, aus der Hektik. Auf einmal ist diese Ruhe und dann hört man einen Vogel singen oder ein Eichhörnchen vorbeispringen und dachte ich, das ist unglaublich und man fragt sich nach dem Sinn des Lebens, warum lebe ich? Und da sagte ich Birgit Zimmler, ja, das wäre doch eigentlich ein Stoff, nicht? Wenn man das verbindet, gibt es hier irgendwelche Sagen oder so etwas? Und sagt sie, ja, aber lieber Herr Forche, das ist genau das, was mich interessiert. Suchen Sie doch mal. Und ich war da mehrere Tage in Wunsiedel, fing an zu recherchieren über Google und stieß auf genau jene Geschichte hier vom Zeitelmoos, diese zauberhafte Geschichte von dem Handwerksburschen, der aus Weißenstadt nach Wunsiedel will und dann über Nacht abkürzen will, um schneller zu seiner Braut zu kommen und im Moor von Zeitelmoos versinkt und in ein Feenreich kommt. Eine Elfenkönigin dort findet, die mit ihm tanzt die ganze Nacht und vergisst das Leben und alles. Und dann auf einmal sagt er, ich muss zu meiner Braut, ich heirate morgen. Da sagt die Elfenkönigin, aber ich dachte, du bleibst für ewig bei mir, auf immer. Hier, nimm diesen Ring. Und irgendwie blendet es dann aus in der Sage und wir erfahren, dass er am nächsten Morgen im Moor liegt, aufwacht und sagt, war das real? Spinne ich? Oder war es eine Fiktion? Ich muss schnell zu meiner Braut. Er läuft zu seiner Braut nach Wunsiedel, packt seinen Rucksack aus und will ihr die Haube geben, die er für sie mitgebracht hat und stellt fest, da ist Gold und Silber drin. Und an seinem Finger steckt ein Ring und die Braut sagt, was hast du denn da für einen Ring? Und dann sagt er, es ist also doch real gewesen, obwohl das gar nicht wahr sein kann. Und diese Verquickung von Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit, die hat mich so fasziniert, das habe ich Birgit dann erzählt, und die sagt, das ist doch ein guter Stoff, mach mal was draus. Ja? Und dieses, das Leben, ein Traum, Calderon oder was auch immer man sagen möchte, wo stehen wir überhaupt, das ist, wie kann ich mein Leben bestimmen, das ist dann auch der Ausgangspunkt von meinem Musical geworden. Dass der Felix am Anfang eben einen großen Song hat, wo er singt, warum lebe ich? Also das Fichtelgebirge bietet ja Stoff unzähliger Sagen und viele Mythen ranken sich um diese Mittelgebirgslandschaft mit ihren dunklen Tälern, mit ihren Hochmooren etc. Da muss man fast schon fragen, Herr Forche, warum nicht früher? Das bietet sich ja wirklich an. Da musste ein Hartmut Forche kommen und quasi den Oberfranken die eigenen Sagen auf die Bühne bringen.
Ja, nun das nun nicht. Ja, also ich habe ein besonderes Faible, sagen wir mal, für Märchen und für Sagen und habe auch eine Beziehung zu mythischen Momenten. Und gerade zum Beispiel also in Spanien, in Barcelona, wird die Johannesnacht ja besonders gefeiert. Und das ist ein großer mythischer Augenblick, wo Wünsche wahr werden. Oder in der Gegend in Norddeutschland, wo ich aufgewachsen bin, da gab es dann das Johannesfeuer, wo man durch das Johannesfeuer springt. Das sind alles Dinge, die mich berühren, wo ich finde, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, wie wir es schon aus dem Sturm wissen, die der Mensch mit seinem Verstand nicht ergründen kann. Und dann, wenn das einem passiert, verändert es mich vielleicht, mein Leben. Zeitelmoos im Bann anderer Mächte. Wie viel von der Sage steckt in diesem Stück, in diesem Musical? Es steckt erstmal die Grundstruktur, die ich vorhin erzählt habe, von der Sage. Es kommt ein junger Mann, versinkt im Elfenreich, kommt nach Hause, man entdeckt den Ring. Das ist die Grundstruktur, die auch jetzt passiert. Nur die Geschichte ist, ich habe jetzt aktuell junge Menschen am Anfang, also Studenten, ein Student, der dieses Urerlebnis, was ich hatte, reflektieren soll, dass er dort steht in diesem Raum, diesen Steinen auf der Bühne und sagt, warum lebe ich? Und dann kommt der Moorfrosch zu ihm und sagt, sieh, ist es nicht wunderschön, in diesem Morgenlicht den Augenblick zu sehen? Doch er wird vergehen. Und da kommt auf einmal so eine Stimmung auf, ja, wo er dann sagt, eben Tag und Nacht, die Zeit vergeht. Ja, und dann sagt, nutz den Augenblick, denn er kommt nicht zurück. Und das sind so ein paar Kernsätze, die ich in das Musical reingebracht habe und die ich eben auch als Botschaft für den Zuschauer dort haben möchte. Nutz den Augenblick, carpe diem. Wie lang dauert dieser Prozess von der ursprünglichen Idee bis letztlich zum fertigen Stück? Ich meine, das ging ja bei Ihnen jetzt fast schon gefühlt rasend schnell. 3 Jahre waren das jetzt. Das ist ein schneller Prozess, wenn man so will. Das erste Skript, was ich für Birgit Zimmler geschrieben habe, habe ich in 2 Tagen geschrieben. Das hatte sie überzeugt. Wir sind in der Struktur von dem ersten Skript eigentlich geblieben. Dann gab es ein paar Veränderungen, das ist auch ganz normal. Ich war im Gespräch mit einem Komponisten, einem Autor, der das schreiben sollte. Ich war erstmal für mich gar nicht in der Fiktion, dass ich das selber schreibe, sondern ich wollte eigentlich nur das Buch schreiben, also das heißt die dramaturgischen Ablauf. Und die beiden jungen Herren, die durchaus Bekannte in der Musical-Szene sind, die konnten sich nicht entschließen, nach Wunsiedel zu kommen. Das war für sie irgendwo Lichtendass. Ach, wo muss ich da hin? Ach, wo muss ich denn da umsteigen? Ach, das ist ja sehr umständlich. Und, ah ja, kann ich mit dem Auto fahren? Und dann kam es ein halbes Jahr nicht in die Gänge. Und dieses halbe Jahr hat mich so genervt, dann habe ich selber angefangen zu schreiben. Habe Dialoge angefangen zu schreiben. Als Übersetzer bin ich gewohnt, Dialoge zu schreiben. Und auch als Übersetzer von Musicals bin ich auch gewohnt, lyrische Texte in Liedform zu bringen und habe einfach Lieder geschrieben und dann war es so halb fertig. Und dann kamen die beiden und dann saßen wir zusammen, fanden das total spannend. Nur der Autor, der dazu gekommen war, der auch jetzt sehr bald hier wieder in Wunsiedel sein wird, der sagte damals, was da so vorkonzipiert ist, schreibe ich nicht zu Ende. Ich schreibe mein eigenes Ding. Okay. Dadurch kam es nicht zustande. Und der Komponist, der auf den muss man Vertrauen haben. Ich kenne ihn sehr gut, aber Frau Zimmler kannte ihn gar nicht und sagte, ja gut, wie soll das denn gehen? Weiß ich nicht. Mach mal Hartmut, schreib du mal erstmal weiter. Und dann habe ich weiter gesucht. So ist das weitergegangen. Ich habe einen weiteren Komponisten ins Gespräch gebracht, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, der auch in Deutschland, in der Nähe von Hannover, das ist mein Wohnsitz in Deutschland, der in Hildesheim wohnt. Das kam nicht zustande, aus welchen Gründen auch immer. Und dann schlug ich im November der Birgit vor, ja, warum versuchen wir da nicht Erik Allemann? Von dem habe ich also ein tolles Musical gesehen beim Verlag in Berlin, beim Galissas Theaterverlag. Da hat mir die Musik sehr gut gefallen. Das war 2015 und damit hatten Erik und ich miteinander besprochen, wir müssen mal ein Musical zusammenschreiben.
Und dann ging es sehr schnell, Telefongespräch und so weiter. Mhm. Er war gerade in Frankreich, dann kamen wir rüber nach Wunsiedel, haben uns unterhalten und dann wurden wir handelseinig. Und das ist so, der vom Wahnsinn. Entwicklungsprozess war das ein Dreivierteljahr nach dem ersten Skript, hatten wir dann das Team an Bord, Autor und Komponist. Dann ging es auch gleich in die Vollen, also nachdem, ich arbeite immer nach dem System, ich schreibe die Songtexte und schicke sie dann dem Komponisten, der Komponist macht die Musik. Das hat hier nicht so funktioniert. Erik Allemann ist Amerikaner, der kann mit meinen deutschen Texten erst in zweiter Linie was anfangen und auch vor allem mit dem Rhythmus der Sprache. Also hat er dann angefangen, Musik zu der Idee zu schreiben und dann hatte ich den schwarzen Peter, wo ich dann da saß, also meine Texte passen gar nicht. Jetzt muss ich neue Texte schreiben und dann ging die Arbeit wieder los. Und so hatten wir einen ersten Prozess von einem Vierteljahr und dann waren wir aber so weit, das Stück geht genau wie in dem ersten Skript, mit kleinen Veränderungen, die mit Birgit abgesprochen waren, jetzt in die erste Runde und das stellen wir mal jetzt hier dem Stadtrat vor. Und da habe ich dann eine erste Lesung, das gesamte Stück gelesen, vorgestellt, präsentiert und mit drei Künstlern zusammen und mit Philipp Riedel hier vom Ort die Songs vorgestellt. Und jetzt ist es soweit. Und da kam von dem Herrn Beck, dem Bürgermeister, der sagte, ja, aber Zeitelmus, das muss im Titel vorkommen. Aha, damit hat man nämlich Zeitelmus noch nicht im Titel drin. Okay. Und so kam eben dieser Titel zustande und dann fehlte immer noch etwas. Und dann sagten wir, im Bann der Fee vom Zeitelmoos oder so etwas. Und das war dann uns zu konkret. Mhm. Und dann kam Birgit Zimmler auf die Idee, warum sagen wir nicht im Bann anderer Mächte. Gut. Jetzt ist die Premiere kurz bevor. Das Stück ist für die Luisenburg geschrieben, ist für die große Bühne der Luisenburg geschrieben, mit ihren Felsformationen, mit dem Wurzelwerk, auch mit der gewissen Dunkelheit, die das Ganze mit umgibt. Ist es dann auch übertragbar auf andere Bühnen? Erster Teil Ihrer Frage. Es ist konkret für die Luisenburg geschrieben. Das kommt dann mit meiner Erfahrung dazu, die ich dann im Lauf der Zeit auch hatte, indem ich ja Stücke ja betreut habe, dass ich auch festgestellt habe, aha, da sind Spielflächen, das könnte man so aufteilen. Der Höhlenmann muss ganz oben sein, die Flucht geht da unten rüber. Auf der linken Seite sollte das Johannesfeuer sein, wo ich dann meine Vorstellung hatte, wie es geht. Was nichts damit zu tun hat, dass der Bühnenbildner und der Regisseur das vielleicht anders machen. Aber ich habe erstmal eine szenische Vorstellung gehabt, wie das geht. Mystisch und real. Zweite Frage, übertragbar. Ich finde es selbstverständlich, ist es übertragbar. Man hat ganz andere Möglichkeiten in einem Indoor-Theater, wo man dann einfach Szenenwechsel machen kann, mit Licht arbeiten kann. Und ich glaube, Zeitelmus, wenn man das so einfach als Begriff nimmt und es nicht nur lokal ansiedelt, sondern einfach Zeitelmus, ein Begriff, der im Stück geklärt wird, dann ist es so wie auch andere Stücken, wie auch, ich weiß nicht was, wo auch dann irgendeine Location angespielt wird im Titel, ist es sehr wohl übertragbar. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es sehr spannend wird. Ich bin davon überzeugt, dass es spannend wird. Herr Feucher, Sie haben es gesagt, Sie haben mehrere Wohnsitze. Sie leben in Barcelona, Sie leben in Hannover und Sie sind in Wunsiedel tätig. Welche Rolle spielt für Sie Wunsiedel? Welche Rolle spielt für Sie die Luisenburg? Wunsiedel bedeutet für mich in erster Linie ungeheure Ruhe. Dann auch, wenn ich hier bin, bin ich immer in Bad Alexandersbad, weil ich dort diese absolute Ruhe dort finde. Und auch den Weg von Alexandersbad bis zur Bühne durch den Wald ist etwas, was mir einfach Kraft gibt. Und dann diese unglaubliche Luft, die einfach auch mich inspiriert, sagen wir mal. Also nicht inspiriert geistig, sondern auch körperlich. Es tut einfach wohl. Ja, jetzt habe ich den ersten Teil vergessen. Nein, ich habe nicht vergessen. Es ist mit ungeheurer Spannung, habe ich die Ideen von Birgit Zimmler verfolgt, welche Stücke sie machen will. Ich habe ihr eine Unzahl von Stücken vorgeschlagen, wo wir dann diskutiert haben, kann man das machen, kann man das nicht machen. Sie hat sich dann entschieden für diese Lösung oder jene Lösung. Ich habe ja auch dramaturgisch Stücke von ihr betreut und dann auch mit großer Freude und großem Input gesehen, wie man es umsetzen kann. Das ist etwas, was ich schon nicht normal finde, wie das hier läuft. Und dann, es ist irgendwo familiär, ohne dass es eine Familie ist. Man weiß immer auch, wer das Oberhaupt der Familie ist. Also es gibt immer die Punkte, wo dann Frau Simmler auch sagt, so, das geht nicht. Klar, nicht? Die Intendantin. Ja, aber, ja genau. Herr Feucher,
Ich bin begeistert, dass es der Luisenburg gelungen ist, einen der ganz großen der europäischen Musical-Szene für sich zu gewinnen. Also das ist schon à la bonheur, dass sie es geschafft haben, unser Zeitelmoos auf die Bühne zu bringen. Und ich wünsche dem Stück, ich wünsche der Luisenburg, ich wünsche der Bühne einen ganz, ganz großen Erfolg. Den Erfolg, den sie verdient. Meine Damen und Herren, Hartmut Forche, Mr. Musical. Ich glaube, ich darf das sehr herzlich so formulieren. Okay. Mr. Musical war im Gespräch mit uns und wir wünschen dem Stück alles, alles Gute. Dankeschön. Danke Ihnen. War mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank. Dankeschön.